So, da hat der Video wieder abgebrochen in 8 Minuten. Also, wie gesagt, der Bildschirm hat VGA. Ich muss mal kurz reingehen hier auf Einstellungen. Genau, das hat nämlich der primäre Bildschirm, wie man da unten sieht, 1920x1080. Und der Bildschirm muss jetzt erweitert werden können, auch auf 1920x1080. Wenn ich jetzt sage, übernehmen. Jetzt hat wieder den internen Bildschirm eingeschalten. Ist der nicht dumm? Ich will doch den externen Bildschirm haben. Warte mal, wie war denn das? Ich bin mal rum, weil, ja, wie gesagt, das ist unter, ist halt Windows. Da ist es super schwierig. Ich kann es ja mal zeigen, wie leicht das unter Linux ist. Ich hatte es immer ganz gut mit Linux. Bis gleich. So, ich habe jetzt einfach mal kurz das Gerät hier mit Knoppix gestartet. Knoppix 8. Knoppix 9.3 läuft hier drauf, kurioserweise nicht. Ich weiß gerade gar nicht, warum. Oh, ich sehe auch gerade, der läuft mit dem 32-Bit-Kernel. Kann sein, dass es nur 32-Bit-CPU ist? Stimmt, es ist nur 32-Bit-CPU. Das heißt, ich hätte Knoppix 9.3 einfach nur mit 32-Bit starten müssen. Na egal, jetzt ist es Knoppix 8. Ist ja fast das Gleiche. Läuft sogar noch klassisch über CD, nicht USB-Stick. Der kann USB-Boot, aber eben auf dem USB hatte ich nur, also auf dem USB-Stick hatte ich nur Knoppix 9.3. Und da das halt nicht lief, deswegen habe ich jetzt einfach die 8er CD genommen, obwohl bei der weiß ich, dass sie läuft. Aber eben, weil die auch mit 32-Bit läuft. So eine Bullshit. Da sieht man auch 1 GB. Und hier sieht man auch ein paar technische Geräte. Da zeigt der Knoppix direkt beim Start alles schön an. Sehr praktisch. Wichtig ist, ihr könnt Knoppix, glaube, mit 3D starten. Es startet auch gerade mit 3D-Unterstützung. Aber ihr dürft Compits nicht aktivieren, also diesen 3D-Desktop-Manager. Weil der versucht, Shader zu laden und genau bei Shadern bleibt der Ding halt hängen. Man kann natürlich Compits auch so konfigurieren, dass er keine Shader verwendet. Aber dazu muss man den halt erstmal konfigurieren, dazu muss man also erstmal was sehen. Wenn man das Ding also einfach so startet, dann hat man erstmal nur Grafikfehler auf dem Bildschirm. Ja. Deswegen einfach mit No Compits starten. Dann habt ihr zwar 3D, aber keinen Compits Manager. Und dann funktioniert auch alles perfekt. Und wie gesagt, normal OpenGL-Anwendungen funktionieren alle wunderbar. Nur halt nichts, was mit Shadern läuft. Und dann müsste er gleich beim Desktop sein. Maus wird auch unterstützt, logischerweise. Unter Linux muss ich wenigstens keine Treiber installieren erstmal. Oder muss Windows nicht erstmal Treiber installieren. Gut, unter Linux müsste sowieso eher Linux die Treiber installieren und nicht Windows, aber hey. Man braucht CD lange. Na, bis gleich. So, da bin ich wieder mit die Knoppix 8.0. So, und hier gehen wir jetzt einfach mal in die Einstellungen rein. Und da sehen wir schon, aha, Ausgabegeräte hat er 4 Stück gefunden. Den VGA-Anschluss. Wie gesagt, der VGA vom Laptop und der von der Dockingstation sind mechanisch, elektrisch, beides die gleichen. Die Kabel werden einfach nur nochmal rausgeführt. Deswegen könnt ihr nicht beide VGA-Anschlüsse gleichzeitig verwenden. Was sowieso nicht geht, wie gesagt, der VGA-Anschluss wird ja mechanisch dann blockiert. Ansonsten LVDS ist der Laptop selber, den deaktivieren wir mal. Dann haben wir S-Video, wir hatten ja diesen kleinen S-Video-Stecker, den ich vorhin gezeigt habe. Und dann gibt es halt noch DVI, den aktivieren wir auch mal. Und machen VGA auch auf 1080p. So, jetzt ist der Bildschirm aus. Und jetzt müsste ich sowohl den umschalten können. Auf DVI. Nee, Quatsch. VGA. Voilà. Und den müsste ich auch umschalten können. Und der muss jetzt auf DVI laufen. Voilà. Zweimal Knoppix über dem Laptop. Jetzt kann ich auch noch den nach. Nach da verschieben. Voilà. Und schon habe ich ein. Ja, man merkt. Zweimal Full HD. Da kommt dann die Grafikkarte nicht mehr ganz so mit klar. Aber hey, es funktioniert. Ich kann halt nur nicht gleichzeitig den LVDS aktivieren. Ne? Wenn ich jetzt sage. Hier LVDS aktivieren. Bupp. Kommt er mir mit einer Fehlermeldung. Kryptisch. Heißt aber nichts anderes, als dass er nicht 3 Ausgänge gleichzeitig aktivieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier DVI deaktiviere und nur noch LVDS aktivieren möchte, bumm, dann klappt's.
Dann habe ich jetzt VGA, also den Bildschirm hier. Der Bildschirm ist wieder schwarz. Müsst ihr gleich umschalten auf meinem Hauptrechner. Whatever. Und ich habe wieder Bildschirm auf meinem Laptop. Ja, das erstmal dazu. Ach, jetzt hat er umgeschalten. Hat er schon lange gebraucht. Genau, also das erstmal zu den Capabilities unter Knoppix. Da sehen wir uns gleich wieder unter Windows wieder. So, da startet dann auch wieder Windows XP. Ich hoffe, wir die ganzen Videos pausieren und wieder weitermachen. Läuft mit der Kamera. Ich hoffe sowieso, die ganzen Videos werden überhaupt irgendwas. Auch, also gerade audiotechnisch. Ich weiß nämlich zum Beispiel nicht mal, wo das Mikrofon ist von dem Handy. Ja, gut. Ja, genau, jetzt wieder ohne Dockingstation und allem. Jetzt wieder nur noch der Laptop. Und wie gesagt, hier hat man schon gesehen, also man kann umschalten, man kann einen Bildschirm anschließen, aber beide zum Laufen zu bekommen, ist unter Windows irgendwie ein bisschen schwieriger. Ich habe es schon einmal geschafft, aber naja, da musst du mir erstmal rumfriemeln, bis das geht. Und wir können jetzt einfach mal hier ein bisschen kurz gucken, wie zum Beispiel RPM-Tunic läuft, mein Lieblingsspiel aus der damaligen Zeit. So, mal ein bisschen Gaming. Wollen Sie laden? Ja. So, mal ein bisschen Audio anmachen hier. Komm, brechen wir mal ab hier. So. Boah, Alter, das ist ein bisschen laut. So. Das wird ein bisschen zu leise. Wo war denn das Tune Device? Spritztour. So, mal schauen hier. Ich glaube, gleich mal ist das Video gleich vorbei. Na gut, auf jeden Fall, ob es das nur lädt oder nicht, oder immer. Irgendwie hat er Ladeschwierigkeiten. Die guten alten Probleme unter Windows. Wartet mal kurz. Und da ist das Spiel auch schon. So. Und jetzt können wir halt spielen. Achso, ist noch mit Pfeiltasten damals. WASD gab es damals nicht. Und wie ihr seht, es läuft wunderbar. Ich glaube, ich habe gerade den Task Manager geöffnet. Na, egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, das Spiel funktioniert einfach. Ach so. Leertaste ist ja Nitro. So, Task Manager geschlossen, hoffe ich. Ne, ist noch offen.